Ich werde jetzt einen Versuch mit der Vernier Graphical Analysis App zeigen. Zuerst erstelle ich einen neuen Versuch, wähle die eingebauten Sensoren und sehe jetzt, dass aktuell etwa 10 Meter pro Sekunde im Quadrat Beschleunigung herrschen. Dann bestelle ich den Lift, also den Fahraufzug, und steige ein. Schließe die Tür gerade wieder und fahre einen Stock nach unten. Erfassen kann ich da diese Messung beginnen. Dann fahre ich gerade wieder ein Stockwerk nach oben. Und stoppe die Messung. Ich mache jetzt einen Screenshot und zeichne schnell zwei, drei Sachen ein. Als ich nach unten fuhr mit dem Lift, hat zunächst die Beschleunigung kurzfristig abgenommen, dann beim Bremsen ein Stockwerk tiefer hat sie zugenommen. Und das gleiche ist in umgekehrter Reihenfolge wieder passiert. Als ich unten ein Stockwerk tiefer losfuhr, nahm die Beschleunigung kurzfristig zu. Und beim Bremsen, ein Stockwerk höher, nahm sie ab. Das lässt sich jetzt natürlich trefflich im Unterricht diskutieren.